Hi, heute mal ein schnelles dazwischengeschobenes Video zu einem Thema, das ausnahmsweise mal nicht kontrovers ist, und zwar der Reitsport im modernen Fünfkampf gehört abgeschafft. Ein kurzer Disclaimer: Ich selbst habe sehr lange, also einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend, Reitsport betrieben, allerdings immer nur hobbymäßig, nie im professionellen Rahmen. Und in diesem Video werde ich nicht über Freizeitreitsport reden und das Gymnastizieren von Pferden, das beiden Parteien ja auch in gewisser Art und Weise sehr gut tun kann, sondern es geht mir explizit um den modernen Fünfkampf und ein, zwei andere Dinge. Auch das Dressur- und Springreiten in internationalen Wettbewerben möchte ich hier nicht so thematisieren, denn das ist ein sehr komplexes Thema, unterscheiden sich die Geister. Also es gibt natürlich in Reitsportarten, die auf diesem Niveau betrieben werden, immer schwarze Schafe. Es gibt Pferde, die Springreiten lernen mit Methoden, die freundlich als Tierquälerei bezeichnet werden könnten. Es gibt aber auch, und ich glaube, das verstehen viele Nichtreiter und Außenstehende oft nicht, wenn sie es so aus den Medien mitbekommen, Reiter, die sehr, sehr gut mit ihren Pferden umgehen auf internationalem Niveau, wo man wirklich behaupten könnte, diesen Pferden geht es in ihrem Leben besser als 99,9% aller anderen Pferde auf diesem Planeten und teilweise sogar besser als so manche Menschen, weil die wirklich täglich Physio bekommen, täglich sich mit denen beschäftigt wird. Also das immer so alles über einen Kamm zu scheren, finde ich falsch. Was ich allerdings auch falsch finde, ist der moderne olympische Fünfkampf. Für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, es gab vor 2 Tagen ein sehr großes Drama bei Olympia, beim modernen Fünfkampf der Frauen. Kurze Erklärung: Der moderne Fünfkampf besteht aus 5 Disziplinen, die am Ende verrechnet werden. Diese Disziplinen sind Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Querfeldeinlauf und eben auch Springreiten. Das Ganze geht zurück auf Pierre de Coubertin, der in dieser Sportart den perfekten Athleten küren wollte, weil das Ganze eben so vielseitig ist. Naja, Problem: Annika Schloy, eine deutsche Fünfkämpferin, war dieses Jahr die absolute Goldfavoritin. Und zwar mit Abstand, wie sich während des Fünfkampfs rausstellte. Sie hat zum Beispiel olympischen Rekord gefochten beim Degenfechten und hätte eigentlich nur am Ende durch diesen Springreitparcours einmal easy durchreiten müssen, ohne jetzt große Bestzeit oder so, und hätte die Goldmedaille sicher gehabt. Nun ist es beim modernen Fünfkampf aber so, dass Pferde keine Lebewesen sind, sondern in erster Linie Sportgeräte. Und damit es gerecht zugeht, werden diese gerecht aufgeteilt, aka zugelost. Also ein fremder Reiter bekommt ein fremdes Pferd, hat 20 Minuten Zeit, um sich an dieses zu gewöhnen und muss dann den Parcours bestreiten. Und jeder, der sich ansatzweise mit Reiten auskennt, der merkt jetzt schon, das ist vielleicht eine nicht so ganz clevere Idee. Weil ein Pferd in den meisten Fällen nur gut geritten werden kann, wenn es dem Reiter zumindest einigermaßen vertraut. 20 Minuten Aufwärmzeit können dafür ansatzweise ausreichen, tun es aber in ganz vielen Fällen nicht. So kam es, dass Annika Schloy das Pferd St. Boy zugelost wurde, das davor schon von einer anderen Reiterin geritten wurde und da schon Stressanzeichen gezeigt hat und einige Hindernisse verweigerte. Normalerweise wäre das ein Grund, das Pferd einfach auszutauschen. Es hatte allerdings, soweit ich informiert bin, ein Hindernis zu viel verweigert, sodass dieser Austausch nicht stattgefunden hat. Deshalb musste Annika Schloy dieses schon im Vorhinein leicht verstörte Pferd ebenfalls reiten. Und sagen wir so, es ist freundlich gesagt nicht gut gegangen. Kannst du dir erlauben? Eine Verweigerung. Komm, jetzt die Fassung halten, die Fassung halten. Nein, und wieder verweigert. Jetzt ist sie raus. Vierte Verweigerung. Es wird abgeklingelt. Das Ganze ging relativ lange, war ein ziemlich langes Drama. Ich werde euch den kompletten Ausschnitt in der Infobox verlinken. Aber das war offenkundig, dass dieses Pferd nicht funktioniert. Ja, das Pferd funktioniert einfach nicht. Ich kann euch sagen, was hier in dieser Situation nicht funktioniert hat. Erstens die Sportart an sich und zweitens der gesunde Menschenverstand von fast allen Beteiligten. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was eigentlich am Fünfkampf so schrecklich ist, möchte ich noch ganz kurz einmal die Reiterin und die Trainerin in Schutz nehmen. Oh Wunder, die werden hier gerade öffentlich richtig an den Pranger gestellt. Wie gesagt, vieles, was dort gezeigt wurde, wie mit dem Pferd umgegangen wurde, ist absolut nicht gerechtfertigt oder artgerecht, wenn man so sagen kann. Ich möchte euch aber trotzdem zu etwas Empathie auffordern. Versucht euch mal hineinzuversetzen in diese Frau,
Auch wenn das vielleicht das Handeln nicht rechtfertigt, aber überlegt mal, die hat wirklich ihr Leben lang für diesen Tag trainiert im Prinzip, ihr Leben lang auf dieses Ziel hingearbeitet. Weil wenn man Sportler auf Olympianiveau ist, dann ist es in den meisten Fällen so, dass diese Sportart dein Leben bestimmt und dein Lebensinhalt ist. Dann bist du da vor Ort bei Olympia, hast wirklich den perfekten Run, bist die absolute Favoritin, sowas von sicher, dass du das Ding mit nach Hause nimmst. Und dann wird dir ein schon offensichtlich leicht verstört bzw. schwieriges Pferd zugelost, wo du schon von vornherein weißt, oh Gott, das könnte schwierig werden. Also, dass die zum Beispiel in Tränen ausgebrochen ist, verstehe ich in der Situation absolut. Für die Kommunikation von Pferd und Reiter war das mit Sicherheit nicht gut und sogar teilweise brandgefährlich, dazu gleich mehr. Aber man kann es doch zumindest ein bisschen emotional nachvollziehen, oder? Also ich zumindest kann das. Und deswegen, ich glaube, sie ist schon selbst gerade genug bestraft mit der ganzen Situation. Wo ich das noch viel größere Problem bei der ganzen Sache sehe, die beiden jetzt so in die Kritik zu nehmen, ist, dass damit der Fokus total verschoben wird. Es wird eine Art Buhmann gesucht für die Situation. Dann wird gesagt, ja, Trainerin suspendiert, Reiterin disqualifiziert, was auch immer. Ja, untragbar, untragbar. Aber dann die Sportart schön weitermachen? Ich glaube, ihr habt da was nicht verstanden. Besonders stark kritisiert wurde zum Beispiel die folgende Szene. Rede mit dem Tom. Hau mal richtig drauf. Und sorry an alle Nichtreiter, dass ich euch jetzt wahrscheinlich die Illusion nehme, aber draufhauen mit einer Gerte, das macht wirklich jeder Reiter von denen bei Olympia. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist noch relativ normal. Das viel Schlimmere an der Situation neben diesem Hau drauf ist einfach, wie sie dort auf dem Pferd sitzt, wie panisch sie ist, wie sie teilweise an den Zügeln reißt, wie das Pferd das merkt, dass die Reiterin total unsicher ist, ihre Sitzhaltung und alles in allem, das ist das Gefährliche und das Schreckliche daran. Klar, Lebewesen gehören nicht geschlagen, aber die Gerte ist im Reitsport relativ vielseitig eingesetzt und eigentlich auch eine Methode, die, wenn sie nicht übertrieben angewandt wird, sondern wenn es als leichter Impuls gegeben wird, sogar teilweise sinnvoll sein kann. Ich würde halt sagen, mehr als dass die beiden jetzt Schuld hätten, hat das ganze System Schuld, hat die ganze Sportart Fünfkampf Schuld. Vor allem diese Situation eben, dass ein fremder Reiter auf einem fremden Tier sitzt, das null Vertrauen in die Person hat, absolut panisch ist und gleichzeitig aber der Druck auf den lastet, das unbedingt durchzuboxen, weil daran eben ein olympisches Gold hängt. Boah, ich glaube, ich kann es nicht oft genug sagen. Also wie in dieser Situation mit dem Pferd umgegangen wurde, ist nicht korrekt. Das sah höchst gefährlich aus. Vor allem für das Pferd, weil das kann am wenigsten für die Gesamtsituation. Aber lasst uns bitte mit der Kritik hauptsächlich auf diese scheiß Sportart konzentrieren. Ihr müsst nicht glauben, dass auch nur irgendeiner von diesen anderen Reitern das in dieser Situation anders gemacht hätte. Vielleicht, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das lag jetzt mit Sicherheit nicht daran, dass nur diese eine Person und ihre Trainerin schlechte Menschen sind, sondern es war der Situation geschuldet. Okay, also Empathie mit den Menschen abgehakt. Jetzt kommen wir zur Empathie mit dem Pferd, welches mein größtes Mitgefühl in der Situation hat. Lass mal über diese ganze Aufmachung und das Prinzip diskutieren. Grundsätzlich ist Springreiten schon mal was für Pferde, was die jetzt nicht einfach so aus dem Lameng machen würden, gerade in diesen Höhen, in denen da gesprungen wird und in diesen Weiten. Es gibt ein paar Pferde, die auch gerne springen, aber sagen wir mal so, der Großteil der Pferde, wenn die in der freien Wildbahn einem Hindernis entgegenlaufen würden und sie könnten auch drumherum laufen, würden sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit drumherum laufen, anstatt drüber zu springen, weil Springen auch immer ein Verletzungsrisiko ist. Wie gesagt, mit einem guten Reiter, wo Pferd und Reiter ein eingespieltes Team sind, kann das funktionieren und ich möchte mir da auch kein Urteil erlauben. Aber gerade da Springen eben so eine Belastung bzw. Anstrengung für das Tier ist, auch mit einem Reiter obendrauf, macht es das Ganze noch schlimmer, wenn das dann ein Reiter obendrauf hat, dem es nicht vertrauen kann. Weil der Reiter muss ja ansagen, wann abgesprungen wird, wie angeritten wird. Das entscheidet ja nicht das Pferd, das entscheidet ja der Reiter. Und wenn der Reiter in Tränen aufgelöst ist, dann... Also eigentlich war es schon teilweise obvious, dass das nächste Hindernis verweigert wird vom Pferd, alleine an der Körperhaltung des Reiters und an der Körperhaltung des Pferdes. Zusätzlich kommt dann noch der ganze Olympiastress hinzu. Also erstmal natürlich sowas wie Transport, ne, wo die dann teilweise betäubt transportiert werden im Flieger, was man auch schon kritisieren kann. Dann aber auch dieses
im Olympiastadion die Situation, Pferde sind hochsensibel, die merken sofort, wenn Personen um sie herum angespannt sind. Und das überträgt sich natürlich auch auf das Pferd. Das sind Fluchttiere. Andere Menschen sind angespannt. Oh, ich muss auch angespannt sein. Hier könnte in den nächsten Sekunden mein Todfeind kommen, so ungefähr, also um das auf das Biologische runterzubrechen. Und das ist für die eben auch Stress. Und nochmal, wenn man dann keinen Reiter hat, der sich seit 10 Jahren mit einem beschäftigt, sondern irgendeine fremde, in Tränen aufgelöste Person, ist eigentlich klar, dass das schon so ein Pulverfass ist. Also ich verstehe teilweise gar nicht, warum man darüber diskutieren muss, aber gut. Ich habe es eben schon gesagt, Pferde sind hochsensible Tiere und die sind zusätzlich auch relativ intelligent. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass die sogar menschliche Gesichter lesen können und in diesen Stimmungen ablesen und differenzieren. Und zusätzlich kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, da wird mir zu 100% jeder Reiter in den Kommentaren zustimmen, dass ein Pferd auch ganz genau merkt, erstens natürlich, wer auf ihm drauf sitzt und zweitens, wie selbstsicher bzw. sicher in ihrem Handeln die Person ist. Die sind schon auch halt, ne, Säugetiere wie du und ich. Also der Mensch ist nicht das einzige über allem stehende Wesen. Auch andere Säugetiere haben Gefühle, können Gefühle lesen und haben auch Empfindungen. Also, das alles im Paket zeigt, dass es eigentlich unglaublich dumm ist, einen fremden Reiter auf ein fremdes Pferd zu setzen. Kommen wir jetzt aber nochmal zum Springreiten an sich. Ich habe ja eben gesagt, ich möchte nicht alle Springreiter per se kritisieren, aber Springreiten ist natürlich auch eine Disziplin, die jetzt nicht nur schön für das Pferd ist. Also wir haben das zum Beispiel bei Annika Schleu gesehen, wie das Pferd zum Beispiel eine Stange runtergerissen hat oder sogar zwei, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und wenn Pferde Stangen verreißen beim Springen, dann kommen sie ja häufig mit den Vorderbeinen gegen die Stange und so etwas ist auch nicht schmerzlos. Also oh Wunder, Pferde haben auch ein Schmerzempfinden, vor allem auch hier vorne in dieser Partie. Das macht ja die ganze Situation noch schlimmer. Also du hast ein verängstigtes Pferd, einen verängstigten Reiter, dann kriegt es auch noch Schmerzen. So mir und wahrscheinlich vielen Zuschauern war auch sofort klar, dass nach diesem Verreißen der Stange das nächste Hindernis mit Sicherheit nicht mehr genommen wird, dass das Pferd da verweigert, weil die Gesamtsituation einfach nicht gepasst hat. Einen kurzen Einschub, den ich noch machen möchte, ist das Geländereiten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, denn dieses Olympia wurde auch schon ein Pferd eingeschläfert beim Geländeritt. Das ist eine Art Hindernisritt durchs Gelände. Da bin ich aktuell auch noch. Da habe ich jetzt keine wissenschaftlich begründete Meinung. Da tendiere ich aber eher in Richtung, muss das sein? Also Springreiten ist ja noch ein relativ kontrolliertes Setting, aber Geländeritt, da wird halt das Pferd bewusst durchs Gelände in Anführungszeichen gejagt, was sehr, sehr uneben ist, mit krassen Hindernissen. Und da kann es eben einfach mal passieren, dass sich ein Pferd ein Band reißt. Dieses Pferd Jetset hat sich eben ein Band gerissen und wurde daraufhin eingeschläfert. Da gab es eine große Empörung. Ich würde halt viel früher ansetzen und mich fragen, muss diese Sportart überhaupt sein? Bin da noch nicht so ganz sicher. Und jetzt thematisieren wir auch noch ganz kurz, wenn wir schon mal dabei sind, mein Lieblingsthema. Pferderennen, was wirklich die abartigste Scheiße von allem ist. Sorry, dafür finde ich keine anderen Worte. Denn auch hier sitzt meistens ein Jockey drauf, der kaum Bezug zum Pferd hat. Davon abgesehen sind Pferderennen einfach so konzipiert, dass regelmäßig, also pro Jahr, viele Pferde direkt auf der Rennbahn sterben. Also wenn die stürzen, stürzen die mit einer solchen Geschwindigkeit, mit einer solchen Wucht, dass die meistens sich so viele Knochen brechen, dass sie nicht mehr aufstehen können. Dann werden sie auf der Bahn selbst meistens noch eingeschläfert und abtransportiert. Und gerade bei diesem Sport, der halt wirklich nur zur Belustigung ist, sitzen dann die reicheren Damen und Herren mit ihren schicken großen Hüten auf der Tribüne und sagen, ach, oh Gott, da möchte ich jetzt aber nicht hingucken. Aber guck mal, Heinz-Dieter, hast du Glück gehabt, weil jetzt hat ja der andere Gaul gewonnen und du hast deinen Einsatz verfünffacht. Oh mein Gott, hat sich richtig gelohnt heute. Zusätzlich ist es so, dass die Pferde, die nicht auf der Rennbahn verenden, dann häufig Magengeschwüre bekommen oder andere Stresskrankheiten, weil eben ein Pferd ein Fluchttier ist. Permanente Höchstgeschwindigkeit bedeutet Flucht. Flucht bedeutet Todesangst und Todesangst bedeutet Stress. Deswegen, Leute, Pferderennen einfach nein. Zurück zum Fünfkampf. Ich möchte Annika Schleu nochmal eine mutmachende Nachricht überbringen. Ich denke, du hast mit dieser ganzen Aktion etwas sehr Gutes erreicht, denn du hast erreicht, dass endlich über deine Sportart mal diskutiert wird in der Öffentlichkeit und dass die Chance besteht, dass diese beschissene Sportart reformiert wird. Sorry, dass ich es so salty sage, aber das ist eigentlich was Positives, weil eben damit sehr viel Tierleid in Zukunft
vermieden werden konnte. Und das ist ein guter Schritt. Das ist für mich eine größere Leistung, als eine Goldmedaille zu holen. An alle modernen 5 Kampfverbände dieser Welt, ich habe einen Vorschlag für euch. Nehmt ein fucking Fahrrad oder ein BMX-Rad oder macht einen Hürdenlauf, aber lasst die Tiere raus. Tiere sind für euch eh nur Sportgeräte, die ausgetauscht werden, damit es fair ist, was aber am Ende richtig unfair ist. Nicht nur für die Reiter, sondern vor allem für das Pferd. Das war jetzt ein bisschen mehr Labervideo. Würde mich interessieren, ob euch sowas auch passt, ob ihr euch sowas auch gerne anhört. Außerdem interessiert mich eure Meinung zur ganzen Thematik. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung zu anderen Reitsportarten, wo ich relativ unschlüssig noch bin, weil es eben sehr positive und sehr negative Beispiele gibt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Versucht sachlich zu bleiben und rational. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.